Guten Tag und hallo aus Herdecke. Wir sind heute bei der Firma Dörken. Unser Thema gemeinsam mit der Hochschule Bochum ist Dichtheit, Dichtigkeit und Diffusion. Wir sind gerade im Briefing, das heißt, die Hochschule Bochum und die Firma Dörken treffen sich das erste Mal und finden hier ihren Einstieg in den Wettbewerb Dachwelten. Wir freuen uns auch auf den Besuch des Geschäftsführers Christian Haaste, der sich extra heute Zeit genommen hat, die Studierenden aus Bochum zu begrüßen. Im Rahmen des Dachweltenwettbewerbs werden die Studenten ein kleines Dachmodell bauen aus verschiedenen Materialien. Das sind Studierende des zweiten Semesters. Baustofftechnologie ist das Oberthema. Und es ist ihnen freigestellt, in welchem Material sie dieses Steildach bauen. Aber es soll ein Steildach, ein Schrägdach sein. Sie sind völlig frei in der Wahl der Materialien. Wir haben keine Maßstabsvorgabe. Und insofern ist es ein Stück weit auch ein Stehgreif, ein Kreativitätsprozess, in dem sie selber sich mit dem Material auseinandersetzen müssen. Wir freuen uns, dass heute die Hochschule Bochum bei uns zu Gast ist in Herdecke, an unserem Stammsitz unseres Familienunternehmens. Wir sind jetzt gut 125 Jahre alt und produzieren hier seit Anfang der 1960er Jahre Bauverbundfolien, also mehrlagige Folien für den Baubereich, die verschiedene Funktionen übernehmen können. Und das wollen wir heute mit den Studenten und Studentinnen uns mal auch in Praxis ansehen. Sprich, wir gehen mal durch die Produktion, schauen uns an, wie diese Dinge gefertigt werden. Und auch an einem Dachmodell sehen wir dann, wie letztendlich die Bahnen verbaut werden, um die Funktionen, die wichtig sind, im geneigten Dach zu übernehmen. Hier in den Räumen der Stiftung werden wir Vorträge für die Studierenden bereithalten zum Thema Dach. Und Herr Klingelhage von Dörken wird etwas zum Thema des Unternehmens, Thema Folien, Thema Dichtigkeit und Diffusion am Bau im geneigten Dach erzählen. Das ist eine ganz wichtige Funktion, gerade auch im Bereich der Dachwelten, dass man eben nicht nur den gestalterischen Aspekt sieht, sondern eben auch die Funktion, die darunter notwendig ist, damit Konstruktionen, Dächer, geneigte Dächer langfristig auch funktionieren. Wir sind das dritte Mal beim Dachweltenwettbewerb dabei, haben zweimal einen Preis gewonnen, einen ersten Preis im letzten Jahr, sind damit in diesem Jahr Titelverteidiger. Das ist das Ziel, da liegt die Latte, gar keine Frage.